Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outlast. Hier mit mir Butter Cookie Gaming. Wie soll es auch anders sein? Ja. Genau, das war schon mal ein geiler Start hier. Ich bin schon wieder richtig aufgeregt. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, in der letzten Folge waren wir ja bei diesem Generator, den wir angeschaltet haben. Da haben wir noch einen Schalter umgelegt. Oh fuck, meine Batterie geht schon wieder fast alle. Ja, wie ihr seht, ich habe nur 3 Batterien. Ich bin wieder an einem völlig anderen Punkt gespawnt. Das war ein bisschen kacke, deswegen musste ich nochmal durch. Ich musste nochmal die Generatoren anschalten. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt. Ich bin nur in diesem anderen Raum jetzt hier, wo keine Dinger drin sind. Oh, der kommt, der kommt. Er kommt, oder? Seht ihr, wie es vibriert? Lol. Bin jetzt schon wieder richtig aufgeregt. Wir versuchen jetzt einfach zu diesem Scheiß Generator dazu kommen. Da konnten wir nicht durch, oder? Ich dachte, hier wäre was gewesen. Hier ist nichts. Wo ist der Typ? Wir gehen einfach da jetzt hin. Ich hatte über den Gaspunkt, Mann. Ich sehe nichts mehr. Okay, besser. Alter, mein Herz schlägt richtig hart schon wieder. Er kommt! Er kommt! Nein! Scheiße! 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 Hilfe! Alter, ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt gerade, weil das war jetzt auch irgendwie ein kacke Zeitpunkt gerade, diese scheiß Folge aufzunehmen, weil ich gerade noch weg war und ich bin gerade gar nicht dazu in der Lage gewesen aufzunehmen, weil ich gerade so. Mein Herz pumpt gerade richtig hart. Wir gehen mal raus. Irgendwo war hier noch eine Battery, aber die juckt uns gerade nicht. Ich muss, jetzt gehen wir einfach. Wir verpissen uns einfach. Lol. Alter, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, weil ich halt einfach so angespannt bin und so keinen Plan habe. Und wir müssen jetzt einfach weiter. Okay, wir gehen jetzt einfach mal. Ich will jetzt hier nicht sterben, von daher bin ich einfach mal etwas vorsichtiger. Oh, es wird leise. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Mussten wir unten weiter oder müssen wir jetzt hier oben weiter? Hier ist immer noch zu, ne? Scheiße, ich bin schon wieder so aufgeregt und ah, hier liegt nichts, okay. Wir müssen jetzt irgendwo weiter. Unten oder oben? Das ist jetzt die Frage. Aber wie ich sehe, müssen wir unten weiter. Von daher gehen wir einfach nochmal unten rein. Also nicht wundern, wenn ich hier gerade ein bisschen wenig rede und ein bisschen creepy angespannt bin. Genau das bin ich nämlich gerade. Weil ich hier gerade irgendwie gar nicht drauf klarkomme, was passiert. Das Lustige ist doch halt einfach, hier unten läuft einfach so ein Dude rum und wir laufen hier auch halt mit rum und das finde ich halt so scheiße an dieser ganzen Situation.
Okay, Licht ist aber wieder da. Das ist schon mal nice. Aber ich habe überhaupt gar kein gutes Gefühl, wenn wir hier unten rumlaufen. Gar nicht, nee. Erstmal Batterie wechseln. Ich muss euch übrigens auch mal danken für die, für das gute Feedback hier auf meine Outlast-Folgen. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ich das hier mache und mir antue, was hier so abgeht. Ist ja schon teilweise ziemlich krank. Und dass ich mir das einfach gebe für euch. Es ist halt einfach nicht selbstverständlich. Vor allen Dingen ich, der eigentlich gar nicht solche Spiele spielt. Aber ich tue es einfach, weil es einfach zu funny ist. Vor allen Dingen, dass es auch so gut ankommt. Weil das ist, sind im Moment so die meistgeklickten Videos auf meinem Kanal. Von daher kann man sich das auch mal geben. Ich frag mich halt jetzt nur, wo es weitergeht. Ich laufe jetzt hier rum. Der Typ ist, glaube ich, nicht mehr da. Ich habe den auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Und ich sehe nichts mehr. Und wir haben nur noch eine Batterie, was natürlich ziemlich scheiße ist. Finden wir denn noch eine? Irgendwo war noch eine, ich weiß es. Ich weiß nicht mehr wo genau. Ich will jetzt auch ein bisschen sparsam damit umgehen, von daher. Lauf hier auch noch ein bisschen rum. Oh, der Generator ist so laut, Alter. Ach, kann das Spiel jetzt nicht einfach vorbei sein? Oh, was werde ich glücklich sein, wenn ich am Ende dieses Projekts bin, Alter. Und ihr auch. Wie ich mich hier durchquäle. Hilfe, Hilfe. Warum habe ich das angefangen? Aber ich mach's. Ich mach's einfach, weil es einfach so funny ist. Ich weiß gar nicht, wo ich weiter muss. Ich habe jetzt alles da unten durchsucht. Vielleicht geht es oben weiter. Was ich mir fast schon denken kann, weil hier ist nichts mehr. Okay, das ist nur Wasser. Oh, ich habe mich schon richtig erschrocken. Wir nehmen übrigens schon eine Stunde und eins auf. Das ist jetzt nicht die Folge, sondern die Kamera. Heißt, wir werden viel journalistisches Material haben. Ich frag mich jetzt halt nur, wo ich hin muss. Ich frag mich wirklich nur, wo ich hin muss. Oh, okay, wir sehen uns, wenn ich es wiedergefunden habe. Achso, ja, okay. Ich muss hier hin. Ich muss jetzt, diesmal kann ich endlich... Nein! 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 Ich hab's selber gespürt in mir, wie die Spritze reinging. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before. Lol. Habt ihr es gesehen einfach? Was passiert jetzt? Ich bin im Ladebildschirm. Bin ich gestorben? Nee. Oder doch? Lol. Wie es aussieht, bin ich noch nicht tot. Er hat uns einfach eine Spritze verabreicht und wir sind jetzt am Arsch. Oh, warum? Warum? Und die Leute, die kamen da, glaube ich, rein, um uns zu retten oder so. Oder waren die wo ganz anders? Wir sind jetzt in irgendeiner Zelle drin. Kamera ist auf jeden Fall noch da. Rest in Peace. Kreuz, Rest in Peace. Vergiss nicht, dass Notizen und deine Notizen, wenn du Camcorder bereithältst. Kann mich auf jeden Fall verstecken. Aber jetzt lese ich erstmal die Notiz. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheidenen Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit ihm zu tun. Nee.
hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Alter, das ist schon ziemlich übel, was hier abgeht. Gibt es in dieser Zelle anscheinend. LOL! Hab ich mich erschrocken, Alter. Mein Handy-Akku ist schon wieder fast alle. Kommt da wer? I'm not sure. Oh, jetzt habe ich auf Dings gedrückt. Jetzt sind wir wieder in irgendeiner scheiß Kellerkacke, keine Ahnung, und wir müssen wieder raus. Leute, das ist echt anstrengend. Ich bin schon wieder am Ölen. Ich glaube, ich muss mein Versteck mal verlassen. Da unten ist wer. Wir sind in einem Gefängnis. LOL, wir sind hier, glaube ich, in so einer Art Gefängnis, wo die eingesperrt wurden. Wo hier diese Psycho-Sachen durchgeführt wurden. Richtig krank. Ich will gar nicht wissen. LOL. Alter. Alter, hab ich mich erschrocken. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich bin ganz eindeutig am falschen Ort. Ganz eindeutig. Hier sollte ich nicht sein. Und da schon dreimal nicht. LOL, sie diese Leute einfach. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Ja, moin. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. Alter, Leute. Also, anscheinend sind wir hier in einer völlig, in am völlig falschen Ort gelandet. Die reden halt einfach alle mit uns. Die anderen waren halt nur Hüllen, die da auf dem Sofa saßen und ihr Leben gechillt haben. Und einfach Fernsehen geguckt haben, obwohl gar nichts lief im Fernsehen. Oh. So, Leute. Ich musste hier kurz Cut setzen, weil mein Handy gerade ausgegangen ist, mein Akku leer war. Die restliche Folge werden wir immer wieder, wie immer. Ich muss mein Handy jetzt mal aufladen. Mit Facecam, ohne Facecam machen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu schlimm sein. Ich werde hier jetzt noch eben durchgehen und dann werden wir gucken. Also ich war da stehen geblieben, wo ich über die Typen auf dem Sofa geredet habe. Die saßen da ja einfach nur, haben ihr live gechillt, aber die hier reden ja auch mit uns, die verstehen das ja nur alles. Und dieser Dude hier ist komplett am Arsch und der schlägt seinen Kopf nur noch da dran. Das ist echt nicht mehr schön, wo ich hier gelandet bin. Lol. Was ist hier los?
Oh, hier will ich lieber nicht durchgehen, aber ich muss. Also ich glaube ich. Ne, ich muss doch nicht, aber. Meine Batterie ist fast alle, ich hab nur noch eine. Die hört sich irgendwie richtig creepy an. Oh, fuck. Richtig creepy, richtig freaking creepy. Okay, da können wir uns auch verstecken, das ist schon mal gut. Der ist ziemlich am Arsch. Er auch. Die sind alle ein bisschen, ja, ich sag mal, hirnverbrannt. Alter, habe ich mich schon wieder erschrocken. Wir gehen von der Tür weg und auf einmal steht da wieder einer, Alter. Gut, das hättet ihr vielleicht noch sehen wollen. Mann, ey, wie glücklich bin ich, dass manches hier nicht funktioniert. Also manche Türen nicht aufgehen. Oh, unsere Batterie ist fast schon wieder alle, ist doch nicht wahr. Und wir hatten an dieser, in dieser einen Stelle da letztes Mal so viele Batterien. Okay, wir kommen irgendwie gerade nicht weiter. Stehen die Dudes hier noch? Die Dudes stehen hier noch? Hey, ich bin hier in dem letzten Irrenhaus gelandet, Alter. Warum tue ich mir das an? Ich glaube, die... Hallo. Lol, Alter. Okay, er hat uns nicht angegriffen. Also schon, aber... nicht so, wie ich das hätte gedacht, eigentlich. Können wir hier durch? Nein, können wir nicht. Okay, wo sollen wir her, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich fragen darf? Ich denke, die Folge ist auch etwas länger schon wieder geworden. Mein Handy ist am Arsch und die Facecam läuft gerade eh nicht mehr. Und ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause, Alter. Ich hätte heute eigentlich gar nicht aufnehmen wollen, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil ich heute eine Folge raushauen wollte. Ich glaube, zur Abregung haue ich gleich nochmal eine Folge Madden raus, Madden Franchise, und ich werde heute Abend wahrscheinlich auch noch ein bisschen Ultimate Teams streamen, also wenn ihr da vorbeischauen wollt. Bis wann kann ich die Folge hochladen? Ich denke mal bis, wenn ich mich beeile, schaffe ich es bis... Viertel vor neun, so, ja. Also 9 werde ich anfangen, denke ich mal, ein bisschen Ultimate Team zu streamen, wenn ihr da Bock drauf habt. Kommt vorbei, schaut mal rein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Outlast. Viel Spaß noch mit dem Projekt. Ciao, ciao.